Hallöchen und willkommen zurück bei einer neuen Runde Dawn of Man, hier in unserer kleinen Mittelzeitalter, steinzeitlichen, ihr wisst schon was, ne, Stadt. Es geht langsam aber sicher voran. Unser nächstes Projekt haben wir geschafft. Wir haben jetzt ein paar Schafe bekommen, jetzt geht es als nächstes an die Mauer. Dafür müssen wir natürlich dann den Haushalt sperren, ne. Es wurde eine Ziege geschlachtet, zweimal, sehr gut, es gibt wieder schön Fleisch und Wolle. Wolle bei einer Ziege. Rohe Häute, wir haben 6 Stück. Da können wir wieder ein bisschen was gerben. So, wir haben 7 Stück. Wir können noch mehr gerben. Was ist mit dem Hund los? Och, das arme Weibchen ist tot. Wird trotzdem gegessen, weil, ne, Fleisch ist Fleisch. Also Hunde hätten sie nicht essbar machen. Höhlenlöwe? Noch ein Höhlenlöwe? Da greift ihr mein Viehzeug an. Ne, ihr müsst sterben. Hilft alles nichts. Ihr müsst alle weg. Höhlenlöwen brauche ich hier nicht bei mir. Und zap zap. Tot. Und hier greift den an. Los, komm. Zack. Ja, wird alles geschlachtet. Sehr gut. So, die Höhlenlöwen haben wir ein bisschen dezimiert. Das Höhlenlöwen-Massaker ist damit abgeschlossen. Hier ist noch einer, der muss sterben. Die greifen jetzt meine Ziegen an. Ich sehe das schon. Warum humpelt die denn? Och, die arme Ziege, sie humpelt. Hat sie keine Ausdauer mehr? Och, dieses arme Ding. So, haben wir schon Wolle? Ich glaube nicht. So, können wir doch vierfach stellen. 3 Forschungspunkte haben wir. Wie sieht es hier aus? Hier sieht es okay aus. Hier haben wir noch ein paar drin, Feuersteine. So, dann haben wir wieder genug Höhlenlöwen getötet. Junger Baum. Hier sind keine Bäume. Hier können wir noch, brauchen wir noch Holz oder wie sieht's aus? Ja, nee, wir haben genug. Passt soweit. Strohtechnisch. Strohtechnisch wird's leicht knapp. Also wir brauchen noch eine Lagerstelle. Nicht eine Produktion, sondern eine Lagerstätte. Danke. Für Stroh. Bauen wir noch. Hier eine mit hin. So. 13 mal Rohleder. Wir können hier ordentlich gerben. Und hier noch ordentlich. So. Und da noch. Und dann machen wir daraus. Wird alles verarbeitet. Können wir dann wieder verkaufen. Speere haben wir genug. Messer haben wir genug. Äxte haben wir genug. Wir brauchen noch ein paar Äxte. Knochenharpun haben wir. Sicheln haben wir. Wir haben eigentlich alles. Hacken noch ein paar. Dann ist ja die Arbeitsstätte wieder ausgebucht. Wolle haben wir nicht, Leinen haben wir nicht. Die Mauer wird dann ordentlich, denke ich mal, Holz brauchen. Ich weiß noch nicht, wie ich sie hochziehe und wo ich sie langziehe. Weil wir wollen ja noch ein bisschen uns auch entwickeln können, ein bisschen Platz. Hier kommen überall neue Bäume. Aber die fällen wir ja mit der Zeit. Was haben wir hier? Das ist noch die Mufflonze, ne? Ihr werdet bestimmt zu schaffen. Halt, stopp, stehen bleiben. Danke. Ja, okay, wir fangen einfach mal die kleinen Mufflons ein. Weil das sind dann bestimmt später Schafe. Ich gehe einfach mal davon aus. Und mit 2 Schafen komme ich nicht weit. Noch nichts. Dauert dann zu lang, bis ich da Wolle habe. 10 Ziegen haben wir. Das haben wir. Wie sieht es hier aus mit dem Wasser? Gibt es da unendlich? Ja, Wasser gibt es anscheinend unendlich. 30 auf Lager, machen wir 40 auf Lager. Wir haben gerade mal 29, das passt also. Das ist Schäfchen. Ah, okay, 76% Wolle. Ja, und schlachten muss ich euch aber leider auch. Also 10 Schafe sind okay, wir machen 15 Schäfchen. Getrocknete heute wieder ein Forschungspunkt, das geht voran. Wir haben noch 5 Rohe heute. Ja, ich kann ja wieder Zeug machen, ist Wahnsinn. Da. So. Und hier nochmal. Dann sind die 5 alle. Wir machen noch ein paar Klamotten. Davon noch ein paar, kann ich alles verkaufen, wenn der Händler kommt. Und die Imaza, die ist an Altersschwäche gestorben, der Lichtse. Was hatten die am... Was hatte die denn gehabt? Ah, die hatte schon die Line-Outfits, oder was? Ja, die hatte schon ein Line-Outfit anscheinend.
Hier mache ich aus Eimerstoff zu Bovita. Okay, das ist sehr gut. So, Erbsen können wir jetzt schon ernten. Das ist okay. Mal gucken, wie viel es da gibt. Hier wird schön rumgehackt. Mit den Sicheln. Wir brauchen mehr Sicheln bestimmt. Hier bauen wir noch ein paar Sicheln. So. Da sind die Hülsenfrüchte. Hier ist noch ein Schäfchen. Du hast das Line-Outfit, ne? Ja. Okay, so sieht das Line-Outfit aus. Es sieht auf jeden Fall besser aus als diese getrockneten Häute. Hier werden noch Bären gesammelt. Brauche ich theoretisch nicht. Aber hier liegt, glaube ich, Feuerstein, ne? Ja. Der muss weg. Den brauchen wir. Hier sind noch Steine noch genügend. Also Steine brauche ich fast gar nicht mehr. Hier können wir Wolle scheren. Was brauche ich dafür eigentlich? Sicheln, Hacken, Äxte, Messer, ne, vielleicht. Ja, Messer bestimmt. Scheint so, Messer. Und da haben wir einmal Wolle. Da können wir Dings draus bauen. Wollstoff. Und daraus machen wir dann zweimal Wolloutfits für den Winter. Und die ersetzen dann langsam diese Hautoutfits. Ja, es sieht auf jeden Fall besser aus, diese Stoffsachen. Sie machen mehr her. So, haben wir jetzt vier Schäfchen bestimmt, ne? Müssten wir haben. Die werden hier irgendwo mit rumlaufen. Wie sieht es hier aus mit dem? Ja, wir haben genug. Haben wir noch irgendwo anders? Ja, hier haben wir noch überall noch Stroh rumkullern. Das, was ich ja gar nicht so mag. Da ist noch Stroh. Hier ist noch Stroh. Da ist kein Stroh, da ist kein Stroh. Hier ist noch Stroh. Also wir haben noch genug Stroh. So, alles abgebaut. Das passt soweit. Hier ist alles abgebaut. Wir haben Wollstoff. Haben wir nochmal. Also geht's los. Lass mich hier mit den Symbolen wieder oben klarkommen. Wir haben 8-mal Line-Outfits. Je nachdem, wo ich die her habe. Keine Ahnung. Ich habe 4-mal Flachs gekauft. Ja doch, das passt. 4-mal Flachs gekauft sind 8. Auch ein junges Schäfchen. Da ist es. Mäh. Da läuft. Ist es nicht schön? Gab es eigentlich ein Hundelimit? Nee, ne? Hundelimit? Nee, nee. Limit für Vieh, Limit für Schwein, Limit für Esel, Limit für Pferde. Und der Händler ist gekommen. Was gibt's denn Schönes bei dir? Schafe habe ich jetzt, brauche ich nicht. Laien könnte ich noch theoretisch kaufen, aber ist auch nicht unbedingt. Was gibt ihr? Gibt auch nur 5. Die geben nur 5 und die geben 10, okay. Ja, okay. Ich kann mal 7, okay, 14 also. Das bringt 10 und dann noch 4 mal von was anderem. Was geben wir dir, Tanin? So. Und da kann ich noch ein paar Sommeroutfits bauen. Ah ne, kann ich nicht, weil ich brauche das. Das weg. So, Leinen, ja, okay, das passt. Hier kommen nochmal Wolle. Unendlich viel will ich eigentlich auch nicht von machen mit Rechtsklick. Weil das brauche ich nicht unbedingt. So. So. Ja, die haben halt gar nichts, ne, weil es nicht genug Sommeroutfits gibt. Aber es kommt jetzt, es kommt. Nach und nach. Wir haben Platz für 36, es sind noch genug Leute da. Und wir sind schon fast an der Steinmauer dran. Sehr schön, es läuft. So, was machst du Schönes? Mit der Hacke spielen. Willst du ihn hier von hinten, ne? Ja, sie hat schon angenommen. So, 10 Line-Outfits. Jetzt haben wir genug für die Mauer. Oder noch hast du den Flachs. Ah, ich bin mir unsicher. Ich baue die Mauer. So, wir wurden ja immer von hier irgendwo angegriffen. Das heißt, wir bauen hier ein Türmchen. Dann brauchen wir noch eine Mauer. Das Türmchen, einfach Turm, von dem man auf Gegner schießt. Okay, ein einfaches Tor. Das ist ein bisschen zeitig, ne? Ein bisschen nah dran.
Tja, wie rum geht's denn dann zu? Wir können erstmal noch die Mauer bauen. Klicken und halten, um Mauer zu platzieren. Nutzen die Tasten Z und C, um die Form zu ändern. Okay. Z und C. Ah, okay, okay, okay. So kann ich Mauern bauen. Wir fangen erstmal hier so an. Oh, kann ich keine Mauer bauen? Da kann ich Mauer bauen. Oder geht sie da weg? Zack. So, wir bauen jetzt Mauer. Langsam, aber sicher. Bin mal gespannt, wie teuer das ist. Ah, ein Stamm jeweils. Okay, wir brauchen mehr Holz. Kann ich definitiv hier Bäume fällen. Ein bisschen lichten. Theoretisch könnte ich hier hinten irgendwo lichten. Weil hier gibt es genug Bäume. Zack. Zack. Und hier noch nicht alle. Zack. Ein neuer Mensch wurde geboren und die erste Befestigung steht schon mal. Wie sieht es denn aus, die Mauer? Okay. Ja, ist halt eine Holzpalisade, ne? Mehr ist es halt nicht. Türmchen steht, Verteidigung. Okay, kann ich dann rufen, dann verteidigen die sich. Verbessere auf Wachturm, benötigt Technologie, verstärkte Befestigung, habe ich noch nicht. Die kann ich dann bestimmt auch verbessern, genau, zu Mauern. Also bauen wir jetzt unsere Dörfchen hier ein bisschen ein. Nein. Ab da. Ah, das ist ja nicht weiter, das ist ja nicht hält. Das ist ja nervig. So, ist es jetzt verbunden? Ja, ist verbunden. Hier brauche ich ein Tor. Hier bauen wir ein Tor hin. Und wenn wir dann noch mehr Platz brauchen, nehmen wir uns den Platz. So. Und dann noch ein bisschen Mauer. Ist verbunden. Passt soweit. Zack. Hier haben wir einen Turm. Der müsste ja eigentlich rein, oder? In die Siedlung. Ruhm 1. Oh, wir haben viel Ruhm, oder? Wie sieht es aus bei Ruhm? Ruhm haben wir 145. Das misst, wie bekannt unsere Siedlung ist. Also, die ist schon ordentlich bekannt. Und vor allem das Gemeinwohl ist sehr hoch. Wir sind fast bei 90%. Also, unseren Leuten geht's gut. Wir haben aber keine Wolle. Und ein Sturm zieht auf. So, drehen wir noch vierfach hoch. Wie sieht's hier aus? Das sieht okay aus. Wir haben noch so viel Ammo liegen. Oh, da steht's überall ein. Und das Türchen steht... Okay. Boah, jetzt ist sie eingeschlagen. Brennt jetzt hier. Alter, hier geht's ab. Das ist ein Sturm. Aber so richtig macht er noch nichts. Also es geht nichts kaputt. So, holztechnisch sieht es wohl Mauer aus. Wir müssen viel mehr fällen. An die ist noch genug Holz. Wir bräuchten halt Transportmöglichkeiten, das wäre jetzt nicht schlecht. Auch wenn ich das Zeug von hier hinten nehme, die müssen es halt extrem weit transportieren. Aber bin ich erforscht. Ich habe leider keine Schlitten erforscht. Und da ist wieder jemand an Altersschwäche gestorben. Und der Händler ist da. Was gibt's Schönes? Flachs für 260, da sage ich mal nicht nein. Leinoutfit bringt nur 5. Lederoutfit bringt auch nur 5. Das wäre ich mir nicht leisten können, habe ich das Gefühl. Da muss ich so viel verkaufen. Ich habe nicht mehr genug Zeug. So 100, nicht gerade mal bei 100. Bin ich bei 140, das schaffen wir los, das kriegen wir hin. Wir verballern alles. Müssen wir nicht forschen. So ein bisschen über Winter muss ich ja noch kommen, das müsste reichen mit 50. Hier noch ein paar weg. Hier noch ein paar weg.
Oh, ich habe dann echt nichts mehr. Und, oh, jetzt haben wir 2 zu viel. Hm, was nehmen wir? Das behalten wir. Wir behalten das. So, wir haben jetzt Flachs domestiziert. Das ist sehr gut. Meilenstein freigeschaltet. Ein Neo-Farmer wissen. Da gibt es wieder nur... Ja, mehr gibt es da nicht. Er macht ein Bild von unserer Siedlung und das war's schon. Tja. Aber wir haben 4 Forschungspunkte, das ist okay. So, jetzt sehen wir hier, was wir brauchen. Was brauchen wir denn hier? Zustand 256. Okay, ich sehe nicht, was wir brauchen. Wird mir nicht angezeigt. Ach doch, benötigt. Stroh und Lehm. Das haben wir genug. Das passt. Nahrung haben wir genug. Kommt hier was? Nee, das ist nur ein Riesenhirsch. Wir haben einmal Wolle. Können wir wieder Winterkleidung produzieren? Können wir gleich noch, haben wir hier noch mit drin. Ja, hier Wolle kann ich erstmal eigentlich so und auch so machen. Und hier brauche ich mir ein Werkzeug. Das brauche ich nicht. Das kann weg. Hier ist fast leer, wir müssen noch eine neue Mine setzen. So, wo waren denn die Minen? Wo waren die denn? Bei Produktion, ne? Ja. Setzen wir noch eine Mine mit dran. Hier können wir dann noch eine Mine setzen, das passt soweit. Uns geht langsam der Feuerstein aus, wir müssen vom Feuerstein weg, wir brauchen Eisen. Und hier müssen wir auch irgendwie noch Zaun lang legen und noch ein Tor. Ne, gestottert. Ja, also diese Holzzauber wird uns noch ein paar Winter aufhalten. Haben wir jetzt hier das ganze... Hier ist noch Baumstämme, 2 Stück. Wolle haben wir nochmal. Okay, das passt soweit. Nahrungstechnisch ist okay. Wie sieht es hier aus? Die Tiere sind drin. Die Ziege ist drin. Wo sind meine Schäfchen? Die sind hier mit drin. Die brauchen Stroh und Wasser. Werden gefüttert. Das passt soweit. 4x, 8x, 9x. Hier müssen noch überall Stroh sein eigentlich. Wir haben 50x Stroh. Anscheinend nicht. Anscheinend essen die ordentlich Stroh im Winter. Ah ne, hier ist ja noch eine Sammelstelle. Ja, wir haben genug. Ich habe nichts gesagt. Alles da. Was rode ich denn alles? Ich kann ja nicht alles hier wegroden. Und was zäune ich alles ein? Soll ich das alles hier noch einzäunen? Das wird ja eine Riesenmauer. Ich würde sagen, wir gehen das mal an, das Projekt, ne? Riesenmauer. Und roden hier hinten alles. Kann ich hier nicht einfach mal einen Arbeitslager machen für Roden? Bäume fällen? Hier. Chop, Matrice und alles muss weg. Choppa. So. Den Leuten geht es nicht gut, die sind unglücklich. Dann mach doch erstmal ein bisschen was für deine Moral. Geh ein bisschen beten, ruh dich aus. Du musst nicht unbedingt arbeiten, das ist alles schick soweit, das passt. So, wir bauen noch ein bisschen mehr Mauer. So, hier mit Z und C kann ich die Form ändern, aber ich sehe die Form gar nicht. Ein neuer Mensch wurde geboren, sehr schön. Ich sehe doch die Form nicht, oder? Sieht es jetzt anders aus? Wir gucken mal, wenn sie bauen. So sieht es erstmal gleich aus. Unser Turm, der kommt rein. Will Mauer bauen. Hallo, lass mich bitte Mauer bauen. Danke. Also richtig komme ich noch nicht klar. Denn ich muss immer wieder neu machen. Ich kann ja nicht um die Ecke bauen. So, zack. Haben wir ein Tor. Hier bauen wir noch ein Tor hin. Hier mache ich mal noch ein bisschen größer. Dass wir noch ein bisschen Platz haben zum Expandieren. Zur Not kann ich es auch wieder abreißen und neu bauen. Mal abbrechen. Ich baue das mal in die Richtung. So, noch eine kleine Ecke haben wir hier. Falls wir irgendwas noch hinbauen wollen.
So. Das kostet so viel Holz, so viele Bäume können wir gar nicht fällen. Jetzt bräuchten wir echt die Schlitten, aber wir haben eigentlich nicht genug Manpower. Das müsste auch klappen. Wasser wäre nicht schlecht. Wie viele Leute machen Wasser? Machen wir jetzt 4 Leute mit ans Wasser, das passt dann. Hier sind 2 Fischer, haben wir auch. Einen, ne? 2 Fischer, das ist okay. Hier haben wir noch einen, das passt dann. Sieht er jetzt anders aus? Nicht wirklich, das Gefühl. Oh, was ist jetzt los? Nichts ist los. Hat einfach mal geleckt. So, aber ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wir gucken nochmal unsere schöne Mauer an. Die wird langsam. Das Städtchen wird eingebaut. Ich würde sagen, dann bis zur nächsten Folge und tschüss, euer Rob.